Willkommen zurück zu Resident Evil Zero. Rebecca ist leicht angeschlagen, aber das ist schon... Das sollte kein Problem darstellen. So, warum greifen die außerirdisch nicht an? Sie warten, bis Chuck Norris tot ist. Durch welche Tür können wir denn jetzt? Durch die hier? Ja gut. Chuck Norris hat einen Wettbewerb gegen einen Hai gewonnen, wer länger unter Wasser durchhält. Was gibt's denn hier Schönes? Passagiertagebuch. 14. Juli. Heute bekamen neue Befehle vom Boss. Wir sollen anscheinend die Überreste des Labors in den Arclay Mountains untersuchen. Es gibt zwei Gruppen. Wir, die erste Gruppe, sollen prüfen, was noch von dem abgebrochenen Experiment übrig ist. 16. Juli. Die Testproduktion der bioorganischen Waffen, Typ Y-139, musste leider wegen dieser Untersuchung eingestellt werden. Das gleiche gilt für Typ J-139. Wir wissen immer noch nicht genug über die Reaktion auf den T-Virus in Krebsen. In Krebsen? Es gilt noch viele interessante Aspekte zu erforschen. Je nach Spezies und Zuchtbedingungen sorgen schon die kleinsten Dosen des T-Virus für erstaunliche Änderungen in Bezug auf Struktur, Größe, Vermehrung interner Gifte und Hirnentwicklung. Würde diese Auswirkung gesteuert werden, wäre es möglich, eine mächtige Waffe herzustellen. Doch die abrupte Entwicklung der Schale resultiert in einer entsprechenden Zerbrechlichkeit. Bestimmte Bereiche werden äußerst schwach. Leider führt auch die Kopfschale zu diesem Bereich. Moment mal, sind das Krebse, diese Schleimdinger? Betrieb das Labor, das wir untersuchen, ähnliche Forschung? Es wäre großartig, wenn wir nützliche Daten und Muster für unsere Arbeit fänden. 19. Juli. Der Tag scheint gekommen. Ich werde immer nervöser. Alle Zeitungen und TV-Sender in Raccoon City berichten über bizarre Morde in den Vororten der Stadt. Könnte es der Virus sein? Wenn ja, dann... Nein, ich darf daran nicht denken. Ich muss mich auf diesen reibungslosen Ablauf dieser Untersuchung konzentrieren. Beenden. Passagiertagebuch mitgenommen. Okay, alles klar. Und eigentlich ist nichts klar. Der arme Kerl wurde sicher im Schlaf angegriffen. Sein Körper ist voller Schleim. Jee. Muss ich dazu was sagen? Erste-Hilfe-Frame mitnehmen. Hier liegt so einiges rum. Schaut euch die Animationen an, die... Was ist denn hier noch? Verband mitnehmen! Verband ist zum Speichern. Die rollende Flasche, sowas gab es in Resident Evil 1 für GameCube nicht. Haben wir hier alles? Ich weiß gar nicht. Hä? Und wie habe ich mich jetzt umgedreht? Normal macht man das mit dem C-Knopf, aber in diesem Spiel tun wir ja mit dem C-Knopf den Partner steuern. Chuck Norris kann sich selbst in die Augen schauen. Was ist hier drin? Chuck Norris kann Zwiebeln zum Weinen bringen. Oh, in jeder Tür, da geben mir die Witze aber schnell aus, ey. Oh, das ist Musik, die entspannt, die ist wie eine Mutter. Mehr Farbband. Da ist eine Schreibmaschine. Daten aufzeichnen? Nein, noch nicht. Ich will noch ein bisschen aufnehmen. Da haben wir auch grünes Grau, das können wir gleich mal benutzen. Verwenden. Ja, natürlich für mich. Was hast du gedacht? Glaubst du, ich gebe dem Verprascher da was? Pistolenmunition können wir auch gebrauchen. Ich würde jetzt aber trotzdem mal interessieren, wo wir eigentlich hin müssen. Genau. Also, wir haben noch ein paar Türen. War das eine Notiz da? Ja, tatsächlich. Untersuchungsbefehl! Das Dokument ist voller Blutflecken und daher teilweise unlesbar. 8 Meilen nördlich von Raccoon City in Arclay Mountains befindet sich die Ausbildungsstätte unseres Unternehmens. Sie wurde vor Jahren geschlossen. Nun führen wir eine vorläufige Untersuchung bezüglich der Neueröffnung der Ansage durch. Die erste Untersuchungseinheit ist bereits vor Ort und hat die Untersuchung eröffnet. Ich möchte, dass Ihr Team dabei Unterstützung leistet. Folgende Befehle zu William Burke hin, heißt er, glaube ich, und der erste Untersuchungseinheit sind zu befolgen. Und der Rest ist zerrissen und unlesbar. Und unlesbar. Ist hier noch was? Hier scheint es nichts Nützliches zu geben. Ey, dann nix wie raus hier. Chuck Norris hat zur Unendlichkeit gezählt. 2 Mal. Da hinten war noch eine Tür. Da geht es, glaube ich, weiter. Hier habe ich viele lustige Hunde getötet. Die Tür ist verschlossen und lässt sich nicht öffnen. Auf der Tür steht Zugführerbüro. Gehen wir mal hier hinaus, ne? Verschlossen. Was? Wo muss ich denn jetzt hin?
Hä? Ich dachte, hier geht's weiter. Da geht's noch nach oben. Also jetzt tut ihr mich ganz schön platt machen. Also jetzt geht's schon los hier. Part 3. Abbruch. Pausieren. Nein. Dann gehe ich halt nochmal zurück, ne? Wenn Chuck Norris ins Wasser fällt, wird er nicht nass. Das Wasser wird Chuck Norris. Okay. Wie soll ich sagen? Habe ich die Zombies erledigt? Dass wir uns hier frei bewegen können? Es gab nämlich noch hier eine Treppe nach oben. Ja, so ist es halt, wenn man blind spielt. Entschuldigt. Chuck Norris zerschneidet Messer mit Brot. Gehirnanstrengend, das dauert ein bisschen, der Witz. So, das ist wieder grünes Kraut, das kann ich ganz gut gebrauchen. Grünes Kraut mitnehmen, ja. Das sind die Krebse oder was? Eine Art Ei. Es ist von einer Pfütze aus Schleim umgeben. Will keiner wissen. Noch irgendwas. Toll. Chuck Norris hat keine Uhr. Er entscheidet, wie spät es ist. Ja, Leute, wie soll ich das denn? Anstellen. Mann. Wo müssen wir hin? Ich weiß gar nicht, was zuletzt gesagt wurde. Es kommt davon, wenn man so viel Chuck Norris erzählt. Da können wir nicht hin, da fehlt der Strom. Da geht... Da ist eine Treppe. Und gehen wir nicht einfach die Treppe hoch. Wir wollten doch irgendwas am Strom machen oder so, ne? Was ist denn hier los? Durchs Fenster sehen sie eine kaputte Leiter. Aber die nützt ihnen jetzt nichts. Dann nützt sie mir später was, hä? Oh, ich muss mal gucken. Nächster Witz. Es gibt keine Evolutionstheorie, sondern nur eine Liste von Kreaturen, denen Chuck Norris erlaubt zu leben. Oh, die habe ich nicht erledigt. Mann, stirb. Zombie! Also das Spiel würde ich euch mal gerne mit Cold Mirror spielen. Aber sie nicht mit mir. Chuck Norris hat keinen Schatten. Die Wand müsste nur so aussehen wie Chuck Norris. Dann gehe ich mal hoch. Ey, das wird echt zu viel. Ich habe mir das ein bisschen besser vorgestellt mit den Witzen. Chuck Norris trat einmal einem Pferd unter das Kinn. Dessen Nachfahren sind heute als Giraffen bekannt. Naja, da gehen mir die Witze viel zu schnell aus. Das war wohl keine gute Idee. Ich wollte doch nur etwas Gutes tun. Da ist eine Leiter. Sie scheint aufs Dach zu führen. Leiter hochklettern? Ja. Klong, klong. Gott sprach, es werde Licht. Chuck Norris antwortete, sag bitte. Und jetzt seht ihr mal, was richtig abgeht. Die beiden Kerle machen auf den Zug rum. Während der Fahrt. Das ist der Hammer. Das geht eigentlich gar nicht. Seid ihr der Meinung, sowas geht, da wird man doch ruckzuck runtergefegt. Man kann doch überhaupt nicht normal laufen. Auf so einem fahrenden Zug, auch noch hier mit 800 Millionen km/h. So, hier ist die Stromstörung inmitten vom Regen. Das ist natürlich auch nicht so toll. Ich als ausgebildeter Elektriker... Naja gut, aber es ist ein Spiel. Die Stromkabel wurden herausgezogen. Kabel wieder einstecken? Was mache ich bloß? Ja, ich steck die Kabel einfach mal wieder ein. Die Rebecca kann das. Und ist wieder Saft da, aber irgendwas... Oh, Schleim. Die Gute erschreckt sich, fällt zurück ins Loch und da verweilt sie jetzt erstmal. Ach, wie dumm gelaufen. Aber jede Menge Items sind hier. Grünes Kraut mitnehmen. Oh ja, klar, klar. Wenn sonst keiner will. Das Dach ist eingestürzt und liegt nun zerschmettert auf dem Boden. Es scheint von einer äußeren Gewalt zerstört worden zu sein. Aber nicht von mir, das war schon. Pistolenmunition? Und? Was ist das? Pistolenmunition! Danke, bitte. Noch irgendwas. Hier ist noch einiges. Dieses Objekt können Sie jetzt nicht tragen. Bist du wahnsinnig? Ich kann alles, wenn ich will. Er liegt nur auf dem Boden. Ja, das kommt halt viel zu wenig Dinge. Soll ich das grüne Kraut mischen oder was? Was ist das für ein Scheiß?
Ich kann die Sachen ablegen, okay? Weil ich habe das Gefühl, ich brauche den Schlüssel jetzt erstmal. Zugschlüssel mitnehmen! Es steckt etwas im Schlüsselloch. Darum lässt sich der Griff nicht drehen. Mit einem scharfen Objekt könnten sie es herausbekommen. Punkt, Punkt, Punkt. Ja, gut, dass wir in der Küche sind, oder? Ach so. Ah, hier ist der Aufzug. Der Dienstaufzug steht in der ersten Etage. Dienstaufzug rufen? Ja. Schub, 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 schub. Dann, 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 dann. Dann, 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 dann. Objekt hier ablegen. Ja. Ich leg mal den Schlüssel rein. Ich hoffe, das war so richtig, was ich hier mache, überhaupt. Okay, ich bin irgendwie kein Freund für eine 15-Minuten-Videos. Knopf drücken. Deswegen mache ich jetzt an dieser Stelle gleich mal Pause. Und ja, Leute, dann mal bis zum nächsten Part. Ciao.